So, herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge von Assassin's Creed Origins. Und ich schwitze immer noch, es ist so warm und ich habe gerade ein leichtes Lüftchen bekommen. Ich habe mich so gefreut und das Lüftchen ist aber jetzt schon wieder weg. Ja, in der letzten Folge haben wir Siva mehr oder weniger abgeschlossen. Also wir haben jetzt die Aufgabe, Alexandria zu erreichen, um mit der guten Aya zu sprechen. Aber wir werden natürlich erst einmal Siva ordentlich zu Ende bringen, haben noch zwei Fragezeichen, eine Quest und einen Aussichtspunkt auf unserer Liste. Oh. Warte mal, wir gehen mal lieber zu Fuß, weil ich glaube, das sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Ach, hier haben wir gleich schon wieder den Tempel von Amun. So, und wir sind schon Level 8, also wir sind auf gutem Wege. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es gibt. Ich glaube, es waren 50. Ich glaube, es waren nur 50 Level, die man als Charakter bekommen kann. Ja, und mit den Kämpfen, da ja, wird ja, vielleicht ein bisschen besser. Mal gucken. Ja, es ist halt schon eine Umgewöhnung. Aber ich glaube, da hatte ich schon letztes Mal meine Probleme gehabt, mich daran zu gewöhnen. Ich glaube, Odyssey haben sie es auch nochmal komplett geändert, weil da bin ich auch am Anfang mehrere Male gestorben und hatte dann überhaupt mal keine Lust mehr, weil das einfach sehr frustrierend gewesen ist. Und ja, dann bin ich aber dahinter gestiegen und dann hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ah. Das ist so schwer für mich. Nee. Oh, ist das voll doof. Ach so, sind wir noch in Siva? Ja, wir sind noch in Siva. Warum ist denn der Heini zu groß? Ah, ja, der Pfeiltasten, ich weiß schon. Zu groß für mich, zu schwer für mich. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Gehen wir zum Aussichtspunkt. Dann müsste aber der andere wahrscheinlich auch so schwer für mich sein, oder? Und was heißt denn zu schwer? Ist der zwei Stufen über mir? Drei Stufen? Fünf Stufen? Kann ja alles heißen. So, müssen wir nochmal gucken. Wie wir hier hochkommen. Aber schaut euch mal dieses Setting an. Mit den Bergen hier. Und der Oase. Alles wunderschön. Und dann noch die Wolken dazu. Und wie der Wind hier den Sand wegbläst. Ich könnte heulen, weil das so schön aussieht. Also da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja. Was war das jetzt gerade? Komme ich schon nicht hier durch? Warum ist denn hier die Musik so komisch? Ich will trotzdem Aussichtspunkte erreichen. Bitte. Bitte, danke. Aber ich muss sagen, es haben ja auch viele bemängelt, dass man eigentlich nur noch die Tastenkombination drückt und dann findet seinen Weg schon alleine dann dort hoch. Das stimmt schon, aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte... Also ich finde es jetzt in der Situation nicht allzu schlimm, weil ich glaube, ich hätte jetzt nicht die Muße oder Motivation, solche Berge dann hochzuklettern und dann jedes Mal zu gucken, wo muss ich jetzt hin und dann erstmal 50 Meter nach rechts zu klettern, damit ich dann da hochkraxeln kann. Also da finde ich das jetzt nicht allzu schlimm. Aber klar, wenn man überlegt, Assassin's Creed 1 oder Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations, da muss man wirklich schon gucken, okay, wie kann ich am besten auf diese Kirche oder auf den Berg hochklettern? Oh, guckt euch das an! Wie schön! Das ist so wunderschön. Das ist so wunderschön.
Und man hat auch keine Karte. Das ist auch nochmal, also was Schönes. Ist ein bisschen ungewohnt. Aber ich vermisse jetzt nicht aktuell. Oh. Ah, oh, weißt du, wie weh das tun muss an den Händen, vor allem an den blanken Händen. Da hat er danach keine Handflächen mehr, keine Haut mehr. Das sind also noch Knochen, wenn er hier durch ist. So. Hallo. Oh. Achso, Pfeil haben wir hier. Was natürlich voll ist. So. Stelle es. Gehen wir mal zum Schmied. Und auch das sieht so cool aus. Das sieht so richtig mystisch, ägyptisch aus. Oh, ich liebe es. Ich könnte heulen. Warte mal. Oh. Ach, dort. Wen kämpfen die denn? Gegen sie selber? Ach, wir müssen auch sogar in die andere Richtung. Das heißt, wir können das gar nicht mit begutachten. Da muss er langsam mal tot sein. Lol. Jetzt haben die aus Versehen Zivilisten getötet. Okay. Dann nichts damit zu tun. Achso, ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, in die. Was denn? Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur mich hierher teleportieren lassen, damit ich zum Schmied gehen kann. Ich habe jetzt mal eine ganz... Unser Major ist zurück. Ja, ich bin aber gleich wieder weg, weil Alexandria ruft mich. Oder eher Aya. Die mich ruft. Du. Herr Schmied. Schön, dich zu sehen. Ausrüsten. Ah. Schön. Oh. Noch schöner. Und dann können wir auffüllen. Pfeile, Hilfsmittel, die brauchen wir aktuell nicht. Verkaufen. Na, Streitkolben, das ist nicht so meins. Das nehme ich dir gern ab. Hm, das ist doch. Du findest immer interessante Dinge, Bayek. Kann ich doch auch meinen, die Mondsichel doch aufrüsten, ne? Oh, ich habe so 183 Goldmünzen. Verkauft. Du findest immer interessante Dinge. Ah, das brauchen wir auch nie. So. Sehr wohl, mein Freund. Kriegen wir jetzt ein bisschen Gold dazu. So. Ich glaube, das war auch ganz gut, dachte ich. Kostet nur 480 Goldmünzen. So, wollen wir mal gucken. Was jetzt hier besser ist, das auf jeden Fall, aber die kleinen, nee, die sind nicht besser. Okay, und das ist auch nicht besser. Okay, gut. Da haben wir ja alles, mehr oder weniger. Wir sind besser ausgerüstet. So, dann hat man nämlich hier, ach ja, wie heißt die? Die eine Quest. So. Und dann lasse ich mal ganz entspannt das Kamel zur Markierung laufen. Und ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Und ich glaube, die auf... Oh Gott. Okay, rennt ganz schnell weg. Ja, sehr schön. Hä? Gib selber den Weg frei. Ich habe Vorfahrt, wenn ich mit dem Kamel komme. Ja. Das ist aber eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, wenn es die ist. Und die wird uns dann auch lange begleiten.
nämlich das goldene Fragezeichen. Und ich muss sagen, es ist ganz entspannt, einfach dem Kamel zuzuschauen. Auch eine schöne Farbe mit dem Schwarz, ne? Jetzt schwarze Kamele eigentlich. Na, komm, kürzen mal ab. Muss jetzt hier kein Bogen laufen. Ja, vielleicht muss ich noch mal ein Update drüber laufen lassen, dass es die kürzeste Route nimmt. So. Ja, oh. Da haben wir nämlich den Steinkreis und dürfen Sterne anordnen. Mein Sohn. Du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Hört ihr mir überhaupt zu? Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Du wirst sie bekommen. Bikes Versprechen. Ha, 12. Es gibt nicht 12 Steinkreise. Sieht so toll aus. Ich könnte so heulen. Jetzt müssen wir nämlich gucken, was passt. Amun. Glaube ich, der Todesgott, oder? Nur der hat die Sterblichen. Also empfängt, die gestorben sind. Die gestorbenen Sterblichen. Genau. Tada! Ist mal fertig. So. Was war das jetzt gerade für ein Geräusch? Das war das Kamel. Ich war es auf jeden Fall nicht. So. Ach so, nee. Halt, stopp. Okay, dann muss ich wahrscheinlich jetzt selber die Zügel in die Hand nehmen. Oh, was war denn hier? Oh, nicht so schnell. Und hier ist so ein komisches. Ich weiß gar nicht, was das ist. Mann, hier. Aber das hatten wir ja vom Aussichtspunkt, glaube ich, gesehen gehabt, ne? Oh. Sind Geier. Hallo. Lol. Aber ich glaube, die greifen auch einen an, meine ich zu denken. Ich glaube, diese Viecher. Ich weiß, doch, die müssen uns auch angreifen können. So. Guck mal, da haben wir es fast geschafft, fast erreicht. Aber ich hätte so Angst, mich in der Wüste zu verlaufen. Ja, man hat hier die Gebirge und dann kann man sich orientieren, aber wenn du wirklich nur Sand hast. Nur Wüste. Ich glaube, ich würde da krachen gehen. So, wo sind wir hier? Haben wir hier auch irgendwelche Totenköpfe? Wow. Geiernes, genau. Ja, mal den nehme ich. Davon nehme ich hier den Hauptboss. Nämlich erlegen. Oh. So. Nein, runter. Genau, wenn wir halt irgendwelche Leder oder irgendwelche anderen Sachen benötigen, können wir uns einfach so ein Nest suchen. Verdammt.
Verdammt. Ja. Oh. Ach, da oben. Warte mal. Mal! Kann es denn ernst sein jetzt? Danke. Oh. Oh. Jetzt haben wir aber alles. So, hier. Weiß ich gar nicht. Da müssten wir. Ach, stimmt. Da sind wir, glaube ich, lang geritten, oder? Ah, nee, das war hier. Nee, das sah nur so ähnlich aus, glaube ich, oder? Ich glaube, hier sind wir dann ganz am Anfang rausgekommen. So, und wir müssen jetzt nach Alexandria. Ich nehme es einfach mal hier. Oh, Kamel? Und reiten einfach mal. Ja, das sind wir rausgekommen in der ersten Folge. Unserem Ziel entgegen, was nur 2600 Meter von uns weg liegt. Ach nee, stimmt, Quatsch. Wir müssen doch, bevor wir hier Dingesbummes verlassen, müssen wir doch zu unserem Bruder nochmal. Oh, wie konnte ich den denn vergessen? Das stand ja sogar extra drin, ja, so viel zum Thema. Na, eigentlich habe ich es noch gemerkt. So. Ah, Quest. Genau, ne? Sprich mit Hetzifer, bevor du Siva. Allerdings, also verlässt. Ich hoffe. Aber ich denke, wir müssen trotzdem den ganzen Weg nach Alexandria nehmen. Ich glaube, Schnellreisefunktion gab es da, glaube ich, nicht in dem Sinne. Hallo. Bist du bereit? Es ist eine lange Reise. Ach so, doch, anscheinend schon. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen. Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Ich finde ihn cool. Leb wohl, mein Freund. Oh, Scheiße. Layla, du brauchst neues Zyklosporin. Sofort. Layla, aufwachen, aufwachen. Muss ich etwa da runterkommen? Layla? Layla! Komm zurück! Layla, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch. Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Zyklosporin. Okay.
Und damit haben wir unsere mehr oder weniger Modern Day Protagonistin Layla Hassan, glaube ich, heißt sie mit Nachnamen. Und ja, wir scheinen. Alter, gehen wir nicht auf den Senkel. Ja, ich wollte. Oh, ja, dann nehme ich das einmal. Wenn du ruhig bist. Das Zyklosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Nein, du bist nicht dabei. Schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Ja, also das ist Layla Hassan, die Modern-Day-Protagonistin. Was können wir hier? Die packt nie genug Snacks ein. Mhm. Und anscheinend wollen wir in das Abstergo-Animus-Projekt hineingelangen. Aber warum wir nicht reinkommen, keine Ahnung, das kann ich leider nicht sagen. Ist mir bis auch heute unbekannt. Ich glaube, das wird. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich aufgeklärt wird, warum wir dort nicht hineinkommen. Und ja, wie wir den Animus bekommen haben, keine Ahnung. Haben wir wahrscheinlich einfach mitgehen lassen. Und dann haben wir anscheinend auch jemanden am anderen Ende sitzen, der Ahnung von der Technik hat. Also ja, mal gucken, ob das jetzt hier in Origins oder Odyssey oder Valhalla mal aufgeklärt wird. Und ja, hier haben wir Unterhaltung im Flug. The Question Mark, das Fragezeichen, ägyptische Mysterien. Geheime wissenschaftliche Untersuchungen, Nachforschung, versteckte Kammern und Pyramiden wurden sie von Aliens erbaut. Wir beleuchten die Mythen und die Beweise, Spuren antiker Technologien, eine Verbindung zu den Göttern oder Aliens. Nicht verpassen, verschlüsselte Botschaften rund um die Sphinx, Interview mit dem berühmten Ägyptologen und Wissenschaftler Dr. Lefbert E. Everett, Mumifizierung und das Leben danach, Spuren antiker ägyptischer Geister mitten unter uns. Okay. Ein Balken. Ein halber Balken. Hier haben wir unseren Laptop, wo wir ja bestimmt E-Mails abrufen können. Oh. Ach, das ist bestimmt diese Dingensbummens. Hab den Namen vergessen. Alter! Dean Gary. Das sind schon echt viele, ne? Oh, okay, dann lese ich das mal doch kurz durch. Muss ich mir was anderes hinsetzen, sonst ja, verdünnisiere ich mich vom Schreibtischstuhl. Von Layla Hassan an Deanna Gary. Der 21. Oktober 2017. Die, wow, warum dreht sich in meinem Kopf immer noch alles? Ich hatte doch nur ein paar Drinks. Aber ich hatte eine Idee. Du weißt doch, wie der Animus DNA sequenziert, um Simulationen auf Basis genetischer Erinnerungen zu erzeugen. Was wäre, wenn, und vielleicht bricht da der fünfte Old Fashioned aus mir, was wäre, wenn wir tatsächlich eine Möglichkeit finden würden, dasselbe mit anorganischer Materie zu machen? Klar, wir hätten keine Kondone... Aber wir hätten immer noch molekulare Strukturen, mit denen wir arbeiten könnten. Ich meine, Dr. Wittig hat Jahre gebraucht, um die genetische Erinnerung zu knacken. Und als er sie geknackt hatte, hat er alles angesetzt, sie zu entschlüsseln. Was wäre, wenn er einfach zu früh aufgehört hat? Was wäre, wenn Isomere voller molekularer Erinnerungen wären? Okay, Moleküle sind vielleicht zu groß. Vielleicht müssen wir annehmen, dass Informationen auf subatomarer Ebene gespeichert sind. Aber warum sollten nur organische Moleküle Erinnerungen haben? Ich meine, ich habe schon Seltsameres gesehen und mir fällt irgendwie kein plausibler Grund ein, warum das nicht möglich sein sollte. Ich wünsche, bei meinen nächtlichen E-Mails ging es öfter mal um ein Date, das ich gerade rausgeworfen habe oder um widerliche Nachbarn. Sorry, Schätze, du hast mich jetzt am Hals und wirst mich nicht mehr los. Hast du ein Glück? L. Warte mal, 17 da? Ach nee, wir müssen von oben anfangen. Von Layla Hassan an Sophia Rickham, 10. Februar 2014. Betrefft, ihr geht das falsch an. Guten Morgen, Sophia. Ich habe mir die ganze Nacht über die Zeichnungen angesehen. Jetzt verstehe ich den Sinn, die du mir geschickt hast. Und ich denke, ihr geht das völlig falsch an. Wenn ihr wirklich über einen Roboterarm für den Animus Area nachdenkt, dann habe ich nur einen Rat für euch. Merkt ihr meine Worte. Ein Gurtzeug mit umgekehrter 6-Achsen-Kinematik. Ihr wollt dem Subjekt etwas Spielraum und Bewegungsfreiheit lassen und gleichzeitig sicherstellen, dass es mit der Maschine verbunden bleibt, egal welchen abgetretenen Verrenkungen es auch macht. Also sorgt dafür, dass ihr hydraulische Aktoren vom Feinsten benutzt, nicht unter 6000 ESP.
Ihr merkt es, wenn ihr einfach gut hinhört. Wenn sie sich anhören wie ein Bräutigam in den letzten Stunden seines Junggesellenabschieds, dann tauscht sie aus. Ihr verschwendet nur eure Zeit damit und sie schränken das Objekt in seiner Bewegungsfreiheit ein. Von Sophie Ricken an Leila Hassan, Datum 13. Februar. Ihr geht das falsch an, Leila. Nur um sicher zu gehen, dass ich dich richtig verstehe. Du schlägst tatsächlich vor, dass wir unsere Subjekte an einem großen motorisierten Roboterarm hängen. Ich musste deine E-Mail 5-mal lesen, um sicher zu sein. Zuerst habe ich gedacht, das soll ein Witz sein. Aber ich habe die Idee Gabriel King gegenüber fallen lassen, unserem Chefingenieur hier in Madrid. Und seine erste Reaktion war so ähnlich wie meine. Aber dann hat sich etwas in seinem Lächeln verändert. Sagen wir mal, wir würden tatsächlich einen Roboterarm mit 6 Achsen in Betracht ziehen. Das ist natürlich rein hypothetisch, aber sei bitte nachsichtig mit mir. Siehst du irgendeine plausible Möglichkeit, dieses Gurtzeug mit der Epiduralanlagerung zu kombinieren, die ich dir letztens gezeigt habe? Könnte man die Stabilität der Nadel und seiner Position im Rückenmark des Objektes gewährleisten? Ich fühle mich wie an der Grenze zwischen Wissenschaft und Spinnerei. Es ist nur verrücktes Gerede, aber sehr erheiterndes verrücktes Gerede. S-Punkt. Also sind wir doch bei Abstergo gewesen. 29. März. Betrifft Disziplinarmaßnahmen von Isabel Ardant. Hallo Leila, angesichts der aktuellen Ereignisse habe ich keine andere Wahl, als angemessene Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen und einen Plan zur Leistungsverbesserung von der Einsatzleitung anzufordern. Ich weiß, du bist gerade erst zurückgekehrt, aber es ist besser, wenn ich das sofort tue und nicht wieder warte, bis sich etwas angestaut hat. Du wirst Kontakt zu einem Coach aufnehmen, der dir hilft, mit dem Problem fertig zu werden, die du hier hast. Das Ergebnis beim letzten Mal war vielversprechend, also vielleicht können wir noch einmal auf diese Strategie zurückgreifen. Dr. Lies wäre einverstanden, sich wieder mit dir zu treffen, aber wir sind auch offen für einen anderen Coach, wenn dir das lieber ist. Du bist mutig und wir schätzen deine Arbeit, aber die vorgegebenen Verfahrensweisen dienen nicht nur dazu, dich zu schützen, sondern auch Abstergo. Und wenn du dich schon nicht um deine eigene Sicherheit scherst, dann zeig wenigstens ein bisschen Respekt für die Hand, die dich füttert. Arbeite mit uns zusammen, Leila. Mehr verlangen wir gar nicht. Isabel. Von Leila Hassan an Diane Gary. So eines brauche ich auch. 11. April. Ich habe gerade zum ersten Mal deinen Online-Shop besucht und ich muss sagen, dass du deine Karten ziemlich gut versteckst, Miss Diana Gary. Wer hätte gedacht, dass eine erfahrene und professionelle Sanitätsoffizierin wie du so ein schmutziges Mundwerk haben kannst? Ich muss wohl nicht extra sagen, dass ich einen ganzen Haufen deiner Stickmuster kaufe. Ein paar behalte ich selbst, die anderen werde ich verschenken. Ich glaube, du hast den perfekten Spruch für Otzo Ottberg. Der klaut mir immer meinen Parkplatz. Oh ja, wenn es um Parkplatz klauen geht, bin ich auch eklig. Von Leila Hassan an Johanni Otzuberg, 21. April, Parkplatz. Mr. Berg, ich fürchte, Sie haben die schlechte Angewohnheit entwickelt, auf meinem Parkplatz zu parken. Nun, ich weiß, dass Sie in der Nahrungskette von Abstergo höher angesiedelt sind als ich und dass Ihr Wagen sicher weniger verrostet ist als mein 1987er Sportwagen. Aber in meinem HF-Arbeitsvertrag steht ganz klar, dass Parkplatz 23FG Leila Hassan gehört. Von daher würde ich zu schätzen wissen, wenn Sie Ihren Wagen woanders parken würden. L-Punkt. Von Johanni Otzuberg an Leila Hassan, 21. April, Parkplatz. An dem Tag, an dem Sie einen Einsatz ordnungsgemäß zu Ende bringen, werde ich Ihre Anfrage vielleicht in Erwägung ziehen. Sie können gern eine formale Beschwerde einreichen, aber da ich weiß, wie sehr Sie Formalitäten lieben, schätze ich, dass Sie nicht immer wissen, wo Sie das entsprechende Formular finden. Außerdem behalte ich Ihr kleines gesticktes Geschenk. Auch wenn es unfertig ist, ist es spektakulär gut gemacht. Johanni Otzuberg. An Leila Hassan, an Sophia Ricken. 2. Januar 2015. Ihr geht das falsch an. Sophia, hallo? Lass mich doch nicht so sehr in der Luft hängen. Erzähl mir was. Wie kommt ihr mit der Arbeit an dem Gerät voran? Habt ihr endlich einen Prototypen gebaut? Du kannst mich nicht einfach Sachen fragen und mich dann ignorieren. So funktioniert das nicht. Warum kannst du mich nicht einfach einfliegen? Ich meine, selbst wenn es nur für einen befristeten Job ist oder ein Praktikum. Ich würde sogar die verdammten Abstergo-Hausmeisterin spielen, wenn es sein muss. Ich könnte euch vor Ort wirklich helfen. Und zwar viel besser als mit dieser billigen E-Mail-Beratung alle Jubeljahre. Ich fühle mich jedes Mal schmutzig, wenn du das mit mir machst. Und das habe ich dir auch schon gesagt. Und trotzdem machen wir es wieder. Entweder ist es dir egal oder dieser heurige Effekt macht dich betrunken. Denk darüber nach, Sophia. Das wird langsam wirklich frustrierend. So, von Leila Hassan und Sophia Ricken, 4. August 2016. Das soll wohl ein Scherz sein. Sophia, ich habe gerade gehört, dass in einer Mobilversion des
Aeri arbeitet. Ist das wahr? Ein portabler Animus? Wie konntest du mir das verschweigen? Wie konntest du mir nicht sagen, E-Mails schreiben und scheinbar unschuldige Fragen stellen und dich dann umdrehen und an der verdammten nochmal aufregendsten Maschine aller Zeit arbeiten? Um mir nicht einmal davon zu erzählen, obwohl du weißt, dass da eigentlich mein Name draufsteht. Für wen hältst du mich eigentlich? Eine Wahrsagemaschine? Eine kleine geheime Muse, die sich irgendwo im Schatten versteckt? Die waren gut für die absinthsaufenden Poeten des 19. Jahrhunderts und die sind alle in Syphilis gestorben. Genug von der Penny Heikos voller Weisheit. Ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Meine Zeit, meinen Verstand, mein Vertrauen. Und wenn ich mir damit keinen Platz in deinem Team verdient habe, dann weiß ich nicht, womit man ihn sich sonst verdienen könnte. Aber die Sophia Ricken, ist das die Tochter oder Frau von Alan Ricken? Wenn ja, machen die doch dann Vetternschaft, oder? Wenn das eine Familie ist. Von Leila Hassan an Simon Hathaway. Auftragstypen, 10. November 2016. Mr. Hathaway, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen für Ihre aufmunternden Worte zu danken. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, mit mir zu arbeiten, aber Sie scheinen immer die richtigen Worte zu finden, um meine Situation zu entschärfen. Ich habe unser Mittagessen letzte Woche wirklich genossen und nehme mir Ihren Rat sehr zu Herzen. Und Sie können mir glauben, dass ich so etwas nicht oft sage. Es zeigt mir, dass Sie sehr viel Leidenschaft in Ihre Arbeit stecken und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich möchte Sie um einen kleinen Gefallen bitten und ich schwöre, dass ich es alles nicht nur geschrieben habe, um mich einzuschmeicheln. Ich schmeichle mich nie ein. Niemals. Ich habe mich gefragt, ob Sie unseren HTT mehr Aufträge vom Typ Person von Interesse geben könnten. Es ist nicht so, als würden mir unsere Einsätze nicht gefallen, aber ich könnte etwas Abwechslung vertragen. Und wer weiß, es könnte euch bei der anregenden Verbesserung meiner sozialen Kompetenz helfen. Nur als Denkanstoß. L. So, ich würde aber sagen, weil wir fast 32 Minuten haben, dass wir in der nächsten Folge die E-Mails weiterlesen oder ich weiterlesen werde. Dann schauen wir uns trotzdem einfach mal ein bisschen hier um. Ich werde vielleicht nicht alles vorlesen, aber wie gesagt, die ganzen E-Mails zwischen Abstergo und Co. finde ich immer mega interessant, weil man da halt schon die ein oder andere Information findet. Und ja, das finde ich halt mega interessant. Deswegen werden wir in der nächsten Folge uns hier weiter durch den Posteingang von Leila Hassan wühlen und dann werden wir wieder in den Animus steigen. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.